Wunderschönen guten Tag, Leute. Ich wollte euch, bevor das Video beginnt, einmal sagen, dass es in diesem Video etwas zu gewinnen gibt. Wie ihr das gewinnen könnt, werdet ihr am Ende des Videos erfahren. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Video. Wunderschönen guten Tag, Lieben, und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind heute in Düsseldorf auf der Cycling World. Wir werden mal zu den Ständen gehen und nachfragen, was es denn so für Neuheiten gibt und eventuell auch die Gäste hier befragen, was sie hier zu suchen haben. Viel Spaß beim Video. Das erste Problem heute schon, das ist die Schlange hier. Die geht ungefähr bis, ja, keine Ahnung, 100 Meter oder so. Jetzt werden wir uns erstmal hier ein bisschen in der Kälte aufhalten und hoffentlich schnell reinkommen. So, jetzt gehen wir erstmal hier an den Gitmann und dann können wir auch direkt schon loslegen. Dankeschön. Also, das ist doch hier auch mal was für mich, oder? Wie ein kleines... Ach, Jan! Super. Alles gut? Hi. Ja? Ja, cool. Junge, das ist ein Suron, kennst du das nicht? Geht ab wie Smeet Katze. Wir wollen erstmal so ein bisschen gucken, was hier so geht. Na, guck mal, wenn du jetzt schon mal hier bist, Jan, warum bist du heute hier? Mitbekommen, dass du die Tickets gekauft hast und dachte mir, es kann keine schlechte Idee sein, das nachzumachen. Das ist der einzige Grund. Leute, er ist einfach gekommen, weil wir bei Instagram gepostet haben, dass wir Tickets gekauft haben. Das heißt, wenn ein Werbepartner hier sein sollte, ihr habt gesehen, rucki zucki, er hat es gesehen, direkt gekauft, Ende. Auf den Nico wird gehört, der hat Ahnung. Ja, gehen wir mal weiter. Testen wir einmal hier die Kopfhörer. Machen wir so. Ey, wenn du hören würdest, was hier für Mucke drauf ist, ne? Das ist so eine richtige Motivationsmusik, wenn man so mit so einem Rennrad durch den Wald fährt oder so eine Landstraße. Ich finde, vielleicht sieht man das hier auch hier. Es vibriert auf jeden Fall, der Bass bounced, lauter geht aber nicht, aber man braucht auch nicht unbedingt viel lauter, weil die haben irgendwie so eine Art und Weise Noise Cancelling gekriegt. Also es ist nicht so, als ob man Kopfhörer ohne Noise Cancelling in die Ohren steckt und alles hört. Man hört nämlich nicht alles. Das Gute ist, die fallen halt nicht ab, ne? Dann erzähl mal, was habt ihr denn so Neues hier im Programm? Ja, was wir alle mit dabei haben, ganz frisch, ist unser neues Alvetta-Kettenöl. Ein Schmierstoff, der natürlich vielen der Makro-Nutzer vielleicht bisher gefehlt hat oder halt für den Allzweckgebrauch vom ganz klassischen Radfahrer am besten taugt, am besten Sinn macht, am meisten Sinn macht, weil halt eben ja, für alle Bedingungen geeignet. Funktioniert das auch für Mountainbikes? Weil wir sehen hier nur Rennräder. Natürlich auch am Mountainbike anwenden. Aber? Da empfiehlt sich allerdings durchaus je nach Bedingungen immer ein spezifischer Schmierstoff, weil er einfach die besten Eigenschaften bietet bei entweder Trockenheit oder Nässe. Ja. Trockenheit haben wir immer ein wachsbasiertes Produkt. Ja. Das einen möglichst geringen Schmutzaufbau oder diesen typischen Fliegenfänger-Effekt eben nicht hat. Oder dann bei sehr nasenfeuchten, schlammigen Bedingungen eben ein Kettenöl für Nässe, was entsprechend Korrosion verhindert, sich generell nicht auswäscht, ja, was von Haus aus hydrophob agiert. Und das ist natürlich das Allwetterkettenöl, dann im Grunde nur die eierlegende Wollmilchsäure, der Kompromiss. Beste Lösung. Überschmieren ist immer schwierig, kann man machen. Ja, aber wenn man irgendwann Jahresringe auf dem Antrieb hat an Schmierstoff, ist das natürlich auch nicht unbedingt, sagen wir mal, verschleißverringernd. Immer wichtig, vorher mal ordentlich runterreinigen. Wir haben entsprechende Entfetterprodukte im Angebot, sei es Kettenreiniger oder worauf ich vor allem schwöre, unseren Antriebsreiniger. Wenn wir dann Wachs- und Ölprodukte im Wechsel anwenden, ist es wichtig, eben hier immer ordentlich zu entfetten, ja, den Antrieb einmal grundlegend zu reinigen und dann entsprechend den Kettenschmierstoff der Wahl aufzubringen. Markov wird natürlich auch nicht müde in ihrem Hauptmetier. Biologisch abbaubar ist der Reiniger seit jeher. Mittlerweile ist er eben aber auch plastikfrei zu haben. Wir haben hier quasi ein Reinigerkonzentrat in Granulatform, Tankpowder, 30 Gramm Papiersachets, ein Recyclingpapier mit Sojatinte. Ökologisch geht es eigentlich nicht mehr, das Ganze dann im besten Fall anzumischen in unserer Bottle for Life Aluminium Recycling Nafu Flasche.
Wow. Das ist doch mal was für die militante Veganerin. Gewissermaßen, ja genau. Also. Das ist auch geil so für die Van-Life-Leute. Dann kannst du da, ja. Bikepacking. Ne? Bikepacking, wenn du da mal irgendwie Fritz Meinecke da mal vielleicht mal für 4 Wochen da unterwegs bist mit dem Fahrrad, dann packst du da hinten rein, dann kannst du da einfach mal zwischendurch mal sauber machen. Wir haben jetzt hier ja viel kennenlernen dürfen. Wir haben ja natürlich auch Zuschauer, die jetzt zu Hause sitzen und sagen, ey, voll geil, aber ich konnte nicht auf der Messe sein. Lucky Dai, schick uns doch mal ein paar, lass uns doch mal was gewinnen. Was könnte man denn bei euch bekommen für unsere Zuschauer, so ein kleines Paket, das wir verschenken könnten? Clean Protected Loop Kit. Wir haben ja immer ein 3-Schritt-Reinigungssystem. Mit einer Flasche Cleaner dabei, unser Multifunktions-Kriechöl, ja, und dann entsprechend Teile, Kleinteile, wie zum Beispiel Schaltwerk zu schmieren nach der Wäsche und dann entsprechend Schmierstoff mit einem Schmierstoffprodukt, das ist Wet Loop, was sehr allgemeingültig ist. Ja, da können wir euch mit dienen und euren Zuschauern einen kleinen Preis zu bekommen lassen. Ja, geil, Leute, das hört sich doch wirklich sehr, sehr gut an. Vielen lieben Dank an das Markov-Team. Wie war dein Name? Valentin. Valentin, vielen lieben Dank. Dann haben wir doch schon mal hier was richtig Geiles abgestaubt. Vielen lieben Dank für diese nette Beratung. So, ihr Lieben, wir haben schon das erste für euch abgestaubt. Ein Markov-Set mit Reiniger, Kriechöl und natürlich Kettenfett für Feuchtigkeit. Jetzt war das Mikro natürlich wieder weit weg. Ich muss mich da noch ein bisschen dran gewöhnen. Ja, ich kann das noch nicht so. Aber wir lernen dann. Nehmen wir uns erstmal hier so ein YouTube-Bild hier abstauben, damit wir unsere Sachen noch irgendwo finden. Wir gehen gleich zum Alex, zum Sportsnet, und dann versuchen wir was richtig Fettes für euch abzusahnen. Moin, wie geht's dir? Super soweit. Ja, guck mal, wir haben hier schon was abgestaubt vom Valentin. Aha. Ja, so. Ja, guck mal. Also, erste Frage. Was habt ihr hier? Ja, wir haben jetzt eine Shox-Kopfhörer und Kopfhörer, wo es Ohr komplett offen bleiben. Man hört alles von der Umgebung und der Sound wird eben über den Gehörknochen ins innere Ohr geleitet. Großes Sicherheitsaspekt im Radfahren. Okay, und das ist so mehr fürs Radfahren oder fürs Rennradfahren oder auch fürs Mountainbikefahren? Was würdest du eher empfehlen? Sowohl als auch, Radfahren allgemein, aber auch für Läufer. Modell gibt es auch für Schwimmer tatsächlich. Ach, für Schwimmer gibt es halt auch. Das ist wasserdicht mit einem internen Speicher, genau. Krass. Ja, kannst du uns da mal so ein bisschen hier vorführen? Also irgendwie zeigen, so was wir so haben? Ja, genau. Also wir haben einmal hier alle Modelle aufgelistet. Zum Probieren haben wir einmal das Open Run Pro als Topmodell. Wir haben mit der neuesten Soundgeneration verbaut. Die 9. insgesamt hat am besten was. Die längste Akkulaufzeit von 10 Stunden. Bei voller Lautstärke? Bei voller Lautstärke. Tja. Genau, und eben Open Run. Das mittlere Modell wäre das dann 8 Stunden Akkulaufzeit. 8. Generation, also eine vorherige. Gerne ausprobieren. Ja, warte mal. Halt mal hier das Mikrofon. Jawohl. Das legt man dann hier drauf? Genau, auf den Gehörknochen direkt vom Ohr. Verrückt, und jetzt hört man sogar noch so alles so um sich rum so ein bisschen, genau, ne? Wir können das ganz normal noch halten einfach. Verrückt. Das ist wie Kopfhörer, nur nicht dicht. Ja, geil, ey. Ich muss sagen, ich glaube, das ist mehr was für die Rennradfraktion, natürlich für die Mountainbike-Welt auch. Ich glaube, so für die Rennradfahrer ist das schon ganz geil, ne? Wenn die da auf der Straße sind und dann irgendwie mal so ein Auto oder so von hinten oder so kommt. Ja, also eigentlich sind wir hier hingekommen, um natürlich was abzustauben. Das hast du dir ja wahrscheinlich schon gedacht, ne? Ja. Guck mal, unsere Zuschauer, die haben jetzt hier, guck mal, ihr Markov hat hoch angesetzt, ne? Mit so einem Set. was hast du denn für uns? Ja, das ist immer so eine tolle Frage. Also wir haben auf jeden Fall ganz viel Stuff von Shox dabei. Okay. Sportbeutel, Handtücher, ja. Jutebeutel. Ey, gerne. Aber. Ja. Alex, sag mal. Du brauchst schon bestimmt was anderes. Ey, die Zuschauer, für mich ist das sowieso nicht. Ich sah die nur für die Zuschauer. Also Leute, wir müssen jetzt einmal hier ganz kurz besprechen. Vielleicht bekommen wir etwas richtig Verrücktes oder natürlich auch eine Kleinigkeit. Aber man muss sich auch natürlich mit Kleinigkeiten zufrieden geben, weil das sind halt Geschenke, ne? Mit einem geschenkten Gaul schaut man hier ins Maul. So sagt man auch schon, ne? Ah, guck mal hier, der Nico, der trägt hier schon leckeres Sportsnut-Bier. Leute, beim Radfahren auf jeden Fall nicht trinken. Nach dem Radfahren so viel wie geht. Schauen wir da mal ein. Zum Wohle. So, der Alex ist wiedergekommen. Alex. Hast du einen Farbwunsch? Ein Farbwunsch? Ja, schwarz. So.
Fall. Boah, ey, Leute, guckt euch das mal an. Der Open Run, das wäre das Modell eben mit der 8. Generation. Ja, meldet euch bei ihm. Das ist. Ey, Leute, jetzt seht mal hier, was Sportsrad uns hier für uns hat. Übrigens, nur so nebenbei, offizieller Sponsor. Hier ist übrigens mein Held, Leute. Mein Held. Ja, ey, tausend Dank. Ein Follow gerne auf Insta da lassen. Einen YouTube-Kanal habt ihr gar nicht, ne? Dafür. Kommt bald. Wird auch was Neues kommen. Geil. Leute, also stay tuned. Ich markiere euch den Instagram-Link natürlich unten in der Beschreibung. Und dann lasst gerne für so eine tolle Sache auf jeden Fall ein Abo da. Gratis. Und die nerven auch nicht so heftig wie ich. Alex, vielen lieben Dank auf jeden Fall schon mal. Und wir werden uns gleich noch ein bisschen hier umschauen. Und wir beide trinken uns natürlich auch gleich noch ein Bierchen. Ne? So. Ja. Und du bekommst schon eh noch was. Ach ja, aber das ist nicht für euch. Vielen Dank. So, weiter geht's. Also, wir gehen jetzt noch ein bisschen hier rum und suchen uns mal vielleicht irgendwas Neues hier aus. Also, es muss ja auch irgendwie was Neues hier geben, oder? Weiß ich nicht. Komm, schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Ach, guck mal. Hier ist Rose. Haben wir ein paar Rose-Rennräder, hör mal. Schön. Schön. Also, ich muss sagen, super toll. Ein Rennrad. Was soll ich sagen? Ich bin jetzt nicht so der Rennrad-Fan. Aber es sieht ja schick aus. Also für welche, die halt nur geradeaus fahren wollen, die Natur nicht genießen wollen. So, gucken wir uns mal. Ich habe hier gerade was super Tolles entdeckt, und zwar hier blinkende Helme. Natürlich ist hier viel mehr für die Straße, aber das könnte man ja auch mal im Wald benutzen, falls man mal so einen Night Ride oder so macht. Ne? Das Geile ist an dem Helm, falls ihr Bock habt auf so einen Helm, einfach mal abchecken. Ich würde einfach mal sagen, man könnte vorne normales Licht lassen und hinten Strobo, dann sagt man einfach vorne Business, hinten Party. Wir brauchen eine Neuheit. Sollen wir mal irgendwo fragen, ob es irgendwo eine Neuheit gibt? Das kann ja nicht sein, dass hier niemand irgendwie sowas Erfrischendes hat für die Radszene, oder? Ein Bier. Bitte? Ein Bier. Bier, ja, Bier können wir uns gleich irgendwo natürlich abholen, ne? Dann gucken wir doch mal, was hier abgeht. So ein Ding. Aha. Und darauf? Ey, ich saß noch nie auf einem Rennrad. Glaubst du mir das? Einmal kurz. Halt mal kurz. Was liegt dann? 1 Kilo? Ja, 7 Rollen ungefähr. Ja, ich weiß nicht, wo ich hingreifen. Ach nein! Das hat gar keinen Sinn. Du hast nicht mal Rücktritt. Da muss ich einmal anders stehen. Also ich muss parallel zueinander stehen. Ja, ich muss einmal klarkommen. Das ist einfach so gut. Und der ist dann irgendwie mal so das Wechselgeld. Da brauchst du den Lenker in die Richtung. Das ist ja, ist doch schwerer als man denkt. Verteidigung, ich bin schon etwas länger raus, aber fix ist ja sowieso ab. Also, ich glaube, ihr habt euch ja auf den. Ja? Ey, das hört sich cool an. Guck mal, wir haben uns trotzdem Bier verdient. Wenn ihr das. Ey, boah. 0,5er, oder? Ey, vielen lieben Dank. Das Ding ist, ich habe gerade schon bei Sportsrad ein Bierchen getrunken und merke halt schon, dass ich leicht einen Kahn habe. Also, ich habe hier jetzt ein Rennrad für mich gefunden, wo ich sage, ja, das wäre was für mich. Ein durchsichtiges. Also, wir haben hier Hosen. Hi. Hallo. Was habt ihr hier? Also Hosen, natürlich sehen wir, aber... Wir sind von der Firma Alberto aus Mönchengladbach und wir haben eine Fahrradhose kreiert, die mit extremer Flexibilität daherkommt, 360 Grad Bewegungskomfort. Die ist aber vor allem schmutz- und wasserabweisend und wir sind mit Reflektoren ausgestattet. Das heißt, sie haben an der Bermudas zum Beispiel seitlich solche Reflektoren. Sie haben sie unten im Umschlag der Hose, im Fahrrad oder bei dem Namen der Firma, damit sie im Straßenverkehr a trocken bleiben und sauber, oder aber auch einfach, dass sie gesehen werden. Deswegen die Hosen haben also Stretch, sie haben Reflektoren, sie sind im Bund hinten ein bisschen höher geschnitten, damit man nicht so ein Mauerdekolleté bekommt. Guck mal hier. Und die Hose hat innen
einen Gummieinsatz, damit die Hose auch ohne Gürtel nicht runterrutscht und bleibt da, wo sie sein soll. Also ihr Lieben, bei dem anderen noch vorbei. Also ihr Lieben, das war's auch wieder mit dem heutigen Video. Vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Bis dahin. Bis dahin. Mit der Pulle in der Hand. Achso, mit der Pulle in der Hand, ja. Ja, wir gehen uns jetzt noch einen trinken hier. Don't drink it dry. Wir sehen uns. Euer Lucky Day. Wie ihr die Sachen gewinnen könnt, ist ganz einfach. Ihr lasst auf diesem YouTube-Kanal von mir ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Als nächstes geht ihr auf den Sportsnut Instagram-Kanal und lasst dort ein Follow. Und zu guter Letzt geht ihr auf meinen letzten Instagram-Post, den ich euch jetzt hier unten in der Bio verlinkt habe, und schreibt ein Hashtag selten ratlos. Somit bewerbt ihr euch für beide Gewinne. Die werden live auf Instagram dann verlost und mit ein bisschen Glück könnt ihr bald mit den tollen Produkten von Makov eure Fahrräder putzen oder mit den Kopfhörern von Snox fetten Sound in euer Leben lassen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch hiermit einen wunderschönen Tag und bis dann, euer Nakidai.